Ja, hallo, Servus und grüße euch. Herzlich willkommen. Ja, unter der Villa. Wir sind dem Dieb gefolgt und haben. Da liegt wer. Shit, Menschenopfer. Müssen den Weg runterfinden. Chief Inspector ist da hinten irgendwo unterwegs. Ich bleib lieber in der Hocke. Da irgendwie keinen Bock drauf, dass uns die entdecken. Oh. Whoa. A mass grave. Und was mir Sorgen macht, ist, da ist ein Bild von uns. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. A table for sacrifice? Das sind wir. Wow! Das ging schief. I got it. Das kennen wir. I can't breathe. What's happening? Fliehe schnellstmöglich von dem Ort. Das ist aus unserem Albtraum. No, damn it! I must find a way out of here. Scheibenkleister. Das ist aus unserem Albtraum. Okay, wir beruhigen uns schon langsam wieder. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Mm-hmm. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ritualdolch. Can't read Latin. Sorry, Leute. Okkultismus-Fortschritt. Da haben wir schon 2 von 5. Medizin, nach wie vor nur Anfänger. Finde ich etwas blöd. Ermittlung, Experte. Wenigstens was. Und Profi, Profi, Profi. So, Piers, mal sehen. Fähigkeiten, Verstand. 1 CP verbleibbar. Verbleibend. Verfügbar. Oh mein Gott. Entdeckung. Da ist nichts Neues. Hinweise. Inventar. Höhle erkunden, na gut. Weiter geht's. Geht das verschlossen?
Nein, nimm das Feuerzeug. Klar, das ist genau die Höhle aus unserem ersten Traum. So, wir nehmen mal ein stärkeres Licht. Wo war denn diese Zange? Ah, ne, okay, brauchen wir nicht. Ich fühle mich nicht wohl, wenn wir da stehen bleiben. You who sleeps, accept this dream under your immortal name. Ja, Cthulhu Nithsiha Fitagen. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. So dass eure Körper miteinander eins werden. Ihr Bethnik. Hupadk Cthulhu Bithynkor. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Whoa. Let him bring me more sacred flesh. Oh, you who sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Aber die haben das Symbol auf der Brust. Hat ihnen nicht viel gebracht, ne? We are ready for the ceremony. What about your... Oh. Shit. Das war knapp. Und wie ich zu flüstern beginne. Scheiße, wohin? Da nicht hin. Kann ich da durch? Raus? Ja. No, ich stehe voll unter Spannung. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. Die sehen alle. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! No, Bradley! Don't move! Police! Halt sie in Schach, Bradley. Don't move! Oh, das ist der Typ mit der Krakenhand. I won't hesitate. Bradley, get back. Das ist der Traum. Bradley, verpiss dich! Bradley, lauf! Charles, you shouldn't have seen this. Wir wissen, was mit Charles passiert ist. Scheiße. Kann ich zu? Okay, oh, jetzt kann ich. I need to get out of here. Ja, lauf. Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich laufe einfach den Weg, solange es... Folgen Sie dem Weg, solange es geht.
Nein, das war kurz vorm Ziel. Sieh mal. My leg. Ja, jetzt wo du sagst, wir haben keine Körper. Okay, aber da ist es hell. Scheibenkleister. Moment. Sind das... Oh Mann. Okay, Richtung Licht. Einfach versuchen rauszukommen. Light. At last. Kapitel 5. Riverside Institute. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institut gebracht, sein Zustand ist kritisch. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. He saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Mm-hmm. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Where am I? Das eskalierte ja jetzt doch ziemlich. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders. You can't escape. You don't understand. If I go out, he'll... Francis Sanders, no, FS. No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Das ist der die Bilder von Sarah gekauft hat. Und wir kommen hier nicht raus. Moment, da wieder dieses grüne Gas. This foul gas again. Wir müssen den Weg rausfinden. Ja, wir können warten. Okay. Sorry für das Husten. Wow, wo sind wir jetzt?
Und vor allem, wieso lebt Bradley? Und eigentlich, wir wurden ja auch erschlagen. Okay, wir haben kein Licht. Was ist da? Wir humpeln. Okay. Da ist nichts. Raus da. Wir müssen diesen Francis finden. Leviathan. Wow. Das ist jetzt ziemlich unheimlich, muss ich zugeben. Moment einmal. Wollen wir uns die was mitteilen? Gib acht. Erstickung. Sei leise. Ich spinne da einfach mal vor mich hin. Was anderes kann ich eh nicht tun. Ich bin in der Klapse. Wow. Das ist einfach so richtig weird. You there. Wake up. Come on, stand up. Marie Colden. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Okay, was tun Sie mit dem Patienten hier? Wie soll ich von hier entkommen? So groß ist das Risiko, das Risiko ist riesengroß. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe. Was tun Sie mit dem Patienten hier? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ich hoffe, ich schaffe das.
Aber ich will diesen Francis noch finden. So, wo ist sie jetzt hin? Na, großartig. So, Francis. What does this mean? Der hat ja die meisten Bilder von Sarah gekauft und eines auch geschenkt bekommen. Sarah. Da haben wir schon. Am I in an asylum? Naja, das ist offenkundig, oder? What did they inject him with? The paintings are cursed. What did he write about the painting? He will come for you. You can't escape. Why the strange symbol repeated over and over? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Sie durfte ihn besuchen. Gut, ob unser Fluchtversuch gelingt, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.